Ich verlasse La Plata. Ich stehe jetzt hier gerade in der Bushaltestelle und ohne Fahrplan, wo bemerkt, in Argentinien bzw. in Buenos Aires gibt es keine Fahrpläne. Gibt es nur Bilder von Katzen an der Bushaltestelle. Hier muss man halt einfach warten, bis irgendwann ein Bus kommt oder halt nicht. Ja. Aber meistens kommt irgendwann einer innerhalb von einer halben Stunde meistens ein Bus da. So. Da kommt doch schon mein Bus. Das ging jetzt richtig schnell, das war definitiv eine Kurzzeit. Auf jeden Fall, ich spreche jetzt auch nach Buenos Aires und verlasse La Plata mit dem tränenden Auge, weil es war noch sehr schön. Ciao. So viel Dank. Bye bye, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe mal schnell eine Banane gekauft bei meinem Gemüsehändler des Vertrauens. Das ist so eine alte Frau, die hat in so einer Ecke Gemüse oder Obst verkauft. Und das Lustige war, dass sie halt dann gefragt hat, ob sie mich bei Facebook adden darf. Und hat dann ihr Tablet rausgeholt und mich dann gesucht. Leider ist die Verbindung nicht so gut gewesen. Jetzt kommt wieder ein Bus. Vielleicht ist das so richtig. Ah, gracias. Ja, um in Buenos Aires mit dem Bus zu fahren, braucht man eine Superkarte. Also man kann nicht mit Bargeld bezahlen. Die muss man aufladen und die swipet man dann quasi hier einfach irgendwo beim Einsteigen am Bus entlang. Bezahlt man seine umgerechnet 50 Cent für eine normale Fahrt, für eine Langstreckenfahrt vielleicht 3 Euro, relativ guten Preis. Und hier gibt es auch so einen Teil, wo ich das wo ich gucken kann, wie viel meine Karte jetzt noch an Geld wert ist. Ja, so ein Automaten. Okay, funktioniert jetzt nicht, aber so ist auf jeden Fall das System. Christian wieder getroffen. Hallo, wie geht's? Und, ich stink so mit. Ein bisschen komisch, weil er hat schon viel getrunken, gestern schon viel getrunken. Und wir kaufen uns jetzt ein Busticket für Mendoza, das dann morgen losgeht. Und genau, die Zeit müssen wir jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder vereint nach Uruguay. Und leider ohne unseren australischen Freund, aber müssen wir halt alleine klarkommen. Und das hier ist Thomas aus Frankreich. Yeah, French guy. Nice to meet you guys. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt die Karten gekauft für Mendoza. Morgen geht's los, 20.45 Uhr mit dem Bus. Eine ziemlich lange Fahrt wieder. Und wir kommen an um 11 Uhr. Das heißt, über Nacht mit Verpflegung, glaube ich, auch wieder. Und die Busse in Argentinien sind ja nochmal ziemlich sweet. Ein bisschen sweeter als sogar die in Brasilien. In Brasilien war schon sehr komfortabel, aber da hat man kein zu essen, kein zu trinken bekommen. Und jetzt bekommen wir ja sogar Verpflegung noch während der Reise. In Buenos Aires gibt es auch keine Fußgängerampeln. Man schaut, also nicht so viele, man schaut einfach auf die Ampeln der Autofahrer. Wenn die auf Rot sind, dann können wir laufen. So, die letzte Nacht in Buenos Aires. Und ja, es ist 24 Uhr nachts, es ist alles noch hier tote Hose, es geht noch gar nichts hier auf den Straßen. Und ich befinde mich hier ganz genau vor dem Millhouse Hostel, quasi dem Party Hostel schlechthin. Und wollte hier gerade einen Kumpel besuchen, leider sind die Regeln hier sehr streng und Leute dürfen hier nicht rein, wenn die eigentlich nicht, also ich übernachte hier nicht, deshalb darf ich hier auch nicht rein, obwohl hier übelste Sorte was los ist. Und das Hostel quasi ihre eigene Disco integriert hat. Ja, auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten, hier ein bisschen rumzustehen und zu sehen, wie die Backpacker die Nacht genießen und wie die Backpacker hier richtig Party machen. Und bevor ich jetzt das nächste Thema anschneide, ich nehme keine Drogen, ich nehme kein Kokain oder irgendwas. Ich habe es nur beobachtet. Und zwar läuft das hier so in der Backpacker-Szene, dass die Droge Kokain sehr beliebt ist. Ja, so ein bisschen aufputzen, das nimmt man und dann kann man Party machen bis nächsten Tag um 12 Uhr mittags. Kann sogar noch zum Frühstück gehen, ohne zu geschlafen zu haben. Und das Lustige ist, um das Zeug zu bekommen, hält man hier Taxis an. Also ganz normal hier auf der Straße so, irgendwelche Taxis hier langfahren und fragt folgenden Satz und er geht so: como esta la fiesta? Was so viel heißt wie
how's the party? Wie geht die Party? Und dann sagt er entweder, verpiss euch, oder er sagt, kannst einsteigen, und dann wird ein bisschen gedealt und party hard. Ja, aber nochmal ganz um das klarzustellen, ich bin komplett clean unterwegs. Ich gehe jetzt halt auch nach Hause. Ich gehe jetzt eigentlich wirklich nach Hause, weil ich halt keinen Bock mehr habe, wenn ich nicht reinkomme. Und ich hatte eine schöne Zeit in Buenos Aires und das reicht mir aus. Ich brauche jetzt nicht noch auf Zwang Party zu machen. Und es wird noch sehr viele Möglichkeiten geben, hier Spaß zu haben in diesem Land. Auch ohne Drogen und auch ohne Buenos Aires Nightlife. So viel dazu. Das war's für heute. Ciao.